Hallo zur heutigen Outfit-Inspiration. Eine Outfit-Inspiration, die zugegebenerweise viel schwarz trägt, was für mich ja nicht wirklich so oft vorkommt, weil ich ja immer so Farben so schön finde. Dazu aber dieses Kirschrot und ich finde, es ist einfach knallermäßig. Es passt perfekt zum Wintertypen. Und die Dame hinter der Kamera ist ja genauso ein Typ, die im Übrigen auch sehr viel schwarz trägt und der das sehr, sehr gut steht. Und ich könnte mir Laura absolut darin vorstellen, sie sich selber auch. Wir gucken mal, ob wir das noch hinkriegen. Aber wenn du ihr zuvorkommen möchtest, wäre das jetzt die Gelegenheit. Denn ich zeige dir jetzt auch genau, was wir uns bei diesem Outfit gedacht haben. Wir haben nämlich hier die Hose aus Bengalin Stretch in Schwarz. Bengalin, unser hochelastischer Hosenstoff, den ich dir gerne immer wieder für die Hose Benedikte empfehle. Du kannst aber natürlich auch, das fällt mir jetzt gerade ein, wo wir sprechen, du kannst natürlich auch die Hermine zum Beispiel daraus nähen. Das ist ja die Leggings mit den Biesen am Knie. Sieht auch cool aus und rockig. Also ich habe das jetzt zwar nicht als Papierschnitt hier, aber kann das ja mal anmerken, weil das wäre jetzt eine Alternative für all diejenigen, die die Hose gerne besonders eng mögen. Ansonsten eine weitere Hose wäre halt eben Benedikte, also weiter geschnitten, nicht eine weitere Hose, eine weiter geschnittene, trotzdem anliegende. Sähe auch toll aus und ja, achte bitte darauf, dass du die Schnittteile quer zum Fadenlauf legst. Du kennst ja das, mittlerweile erwähne ich das so oft, damit du die Elastizität genau richtig hast. Denn dieser Stoff ist hier halt eben querelastisch. Querelastisch, längselastisch? Ach, das, jedes Mal überlege ich das wieder neu. Der ist längselastisch. Der kommt so vom Ballen. Das heißt, er ist längselastisch. Du brauchst diese Elastizität aber in der Breite. Deswegen legst du die Teile quer zum Fadenlauf auf. So, ich hoffe, das war jetzt alles korrekt. Ansonsten wird mich bestimmt jemand belehren. Wir haben dazu jetzt einen ganz, ganz tollen Blusenstoff kombiniert. So ein schönes Karo in so einem tollen, dunklen Kirschrot mit Schwarz. Und wenn man diesen Stoff so auf den ersten Blick sieht, dann denkt man ja meistens an Flanell. Und das ist es eben nicht. Das hier ist ein 100% Viskosestoff. Das heißt, der fällt wirklich schön locker leicht. Trotzdem ist das jetzt nicht so eine ganz flutschig leichte Viskose, sondern ein bisschen so eine mittelschwere Qualität. Das heißt, toll für eine Bluse geeignet, die du auch jetzt gut tragen kannst. Und dafür haben wir dir zum Beispiel den Schnittmustervorschlag der Boyfriend-Bluse mitgebracht von Kibadu. Klassische Bluse, Hemdbluse mit Kragen, mit Knopfleiste, mit Manschetten. Sieht natürlich aus einem klassischen Stoff absolut toll aus. So, und jetzt kommt so ein bisschen unser Highlight. Nämlich, wir haben die Jacke Nadja dafür ausgesucht, diesen super kuscheligen Stoff hier. Und das ist wirklich ein Stoff, der ist super flauschig. Der Flor ist so circa, ich würde mal sagen, höchstens 1 Zentimeter lang, wenn überhaupt, also eher ein bisschen kürzer, aber super flauschig und dicht. Und dieses Fellimitat, das könntest du super gut halt eben zur Kurzjacke Nadja verarbeiten. Ich könnte natürlich mal meine Finger wegnehmen, dann siehst du es besser. Von innen hat der Stoff so eine schöne glatte Textilinnenseite, ne? Das heißt, klar, beim Zuschneiden macht er ein bisschen Dreck, aber die Jacke ist so kuschelig. Ich glaube, da wirst du nachher nicht mehr an den Dreck denken. Also du wirst wahrscheinlich noch ein bisschen danach saugen, aber danach ist das vergessen, weil jeder wird sich an dich kuscheln wollen, wenn du die Jacke drehst, ganz bestimmt. Ja, das Ganze wäre halt eben ein super schönes Outfit für den kühlen Farbtypen für den Winter. Und ich bin sehr gespannt, ob wir einen Winter überzeugen können. Mach's gut!